So, Freunde, willkommen zurück beim Goldpriester. Heute ist endlich das Event eingetroffen. Das läuft jetzt vom 11. bis zum 25. Juli. Und da können wir jetzt einmal den neuen Modus Kontrolle auswählen und spielen. Und für dieses Event, da könnt ihr natürlich auch wieder einige Sachen freischalten. Ich habe jetzt hier einmal eine vollständige Runde für euch aufgenommen. Da könnt ihr euch das mal anschauen, falls ihr das noch nicht gespielt haben solltet. Ansonsten vergesst auch nicht, eine Videobewertung dazulassen und einen Kommentar. Jetzt viel Spaß mit dem Gameplay. Ich gehe mal A1 oben rein. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Ich geh mal A1. Ich glaube, die Flanke lässt sich auch ein bisschen besser attackieren, finde ich, als die andere. Jetzt ein bisschen mehr Action machen, ja. Irgendwo ist noch einer auf der linken Seite, habe ich das Gefühl. Ne, ist gar keiner, komischerweise. Doch, einer ist noch da. Einer war noch da, aber gut, den haben sie wahrscheinlich jetzt. Geh jetzt mal auf die andere Seite. Irgendwie, ich finde, wenn du jetzt einen Punkt eingenommen hast und du defendest, kriegst du zwar auch Punkte, aber es macht mehr Sinn, jetzt einen neuen Punkt anzugreifen, der noch nicht eingenommen wurde. Da kriegst du halt mehr Punkte, so insgesamt gesehen. Da ist ein Loch und da ein Stein drin. Ich werde mal spotten. Probier ich mal. Jetzt kommen sie zu uns. Aha, aha. Drei Mann kommen hierher jetzt. Oh, oh, hinter uns ist sogar noch einer. Ein Berg ist der hochgekommen. Ach, das glaube ich jetzt wieder nicht. Ey, der hat die scheiß Rüstung angehabt. Mann, 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 Mann. Wie ich diese Panzerplatten hasse. Zum Glück kann es jetzt nicht mal jeder verwenden. Die Frage ist, wenn ihr den Punkt einnehmt, bevor der fertig ist, und die nehmen den ein und der ist nicht fertig, von uns, für unsere Seite sozusagen, und der wird dann bei ihrer Seite fertig, kriegen die dann mehr Punkte? Das ist nämlich die Frage. Aller Fragen, die ich mir jetzt hier gerade stelle. Da ist noch einer auf der sind noch zwei Mann hier. Zwei waren das da noch. Na, ja, der Punkt ist jetzt weg. Nee, nee, ich glaube, das zählt komplett. Also du musst schon eine sehr lange Zeit den Punkt auch halten. Wenn du den kurz vorm Ende hältst, wie ich das gerade gesehen habe. Kriegst du nicht dann die Punkte dann alle gut geschrieben, das wäre was, ja, also dann gehst du ja mal kurz vorm Ende dahin und dann, ne, dann machst du das platt und kriegst dann die ganzen Punkte, das wäre natürlich Mist. Ich sehe gerade, ihr habt gesehen, 5 Punkte fürs Defenden oder für diese Dingspunkte halt bekommen. Also es muss auch nicht im Flaggenradius sein, also du kriegst diese Punkte auch für ganz normale Kills, wie ich das gerade gesehen habe. Ich brauche Munition. Ich brauche Munition. Wo sind denn meine Teammitglieder? Also ist da überhaupt einer vorne? Ist da überhaupt einer vorne? Synchronisierung wird gestartet. Da war einer links, der hat mich auch angeschossen gehabt. Sind da mal welche? Kriegst du den Punkt noch nicht mal anvisiert? Wenn ich den jetzt verteidigen will, wo ist der Punkt denn? Muss ich da auf die Minimap gehen oder was? Also das war ja auch gerade wieder, also wenn du verteidigen willst, kriegst du den nicht anvisiert im Nahbereich. Weil der sich gar nicht zeigt, das ist ja auch interessant. Okay, der nächste Punkt wäre 140 Meter. Ich glaube, den gehen wir mal, probieren wir mal. Der Leuchtturm. Ich finde, wenn man jetzt einen Punkt eingenommen hat und die greift nicht an, dann muss das schon zum nächsten. Ja, da passiert einfach nichts, sondern wartest du hier im Wolf und da kommt gar nicht keiner zu euch dann. Ich guck mal, dass ich jetzt hier ein paar Leute markiere. Ups, was ist denn? Alter, die Drohne kriegt hier so einen Shaker, was hab ich auch noch nicht gehabt. Den Baum vor allen Dingen. Junge, ich markiere die den und der sieht den nicht, oder was? Ich hab. Achso, was war das denn? Hat der extra markiert und irgendwie hat er das nicht gesehen, oder? Gruppenkamerad war das ja gewesen von mir. Also das war ja gerade, ne? Markier extra den Typen, dann hau den doch mal weg. Endlich. Boah, jetzt kommt die Flugabwehr zu mir, what? Ah, der hat mich nicht gesehen, zum Glück. Wenn ich hier gerade so unten liege. Sehr gut. Na, wir nehmen mal den Punkt oben ein, würde ich sagen. Eigentlich schon ganz gut jetzt hier der Heli, wenn der schon da ist. Sollen wir gleich mal nutzen.
Alter, was geht? Schießen mir hier die Deckung weg. Heli ist direkt runtergecrashed. Müsste mal in ein Fahrzeug noch rein, wenn ich da irgendwie ein Fahrzeug habe. Das wäre nicht schlecht. Okay, der ist links irgendwo. Dieser, Alter, diese Treppe hier, was ist das? Hier unter Dauerbeschuss. Wo ist der rechts, der Typ? Hier. Und da ist noch einer links gewesen irgendwo. Zum Glück hat die Springgranate nicht gewirkt. Die ist irgendwie nach oben und stand, war ja ein bisschen weiter unten. Gut, das haben wir. Ich gehe mal nach drüben schauen. Hier kommt der jetzt keiner. Also wenn du jetzt hier einen Wolf wartest und du wartest dann hier, bis jemand kommt, das bringt nichts. Dann lieber zum nächsten Punkt gehen, um nochmal ein paar Punkte zu bekommen, ja. Da ist noch in einem Haus auf der anderen Seite. Gucken, ob sie den kriegen. Jo, den haben sie gesehen. Alter, der Heli ist direkt hier über mir. Jules, hat der Heli meine Drohne zerstört oder was? Und das gerade? Oder ich glaube, das war sogar eine Flugabwehr, die da von hinten gekommen ist vom Leuchtturm. Haben sie hinter uns den Punkt eingenommen. Der hat einen weißen Schneeskin an. Das ist natürlich ein bisschen eine gute Tarnung. Ein bisschen eine gute Tarnung. Sehen wir es nochmal die Boris Gun Buffen? Ich glaube nicht, oder? Was ist mit denen da gerade? Der ist nach oben, der andere kommt nach unten, der andere springt nach oben. Zwei Fahrzeuge, die haben mich nicht gesehen. What? Zwei Fahrzeuge, die haben mich nicht gesehen? Also sind die blind oder was? Ich habe das Gefühl, einige kennen die Karte gar nicht so gut, ne? Oder so richtig. Das ist eigentlich eine ganz coole Karte. Leider gibt es noch ein paar Punkte, wo du nicht so gut vorbeikommst, wie zum Beispiel jetzt hier. Bei den Felsen. Normalerweise hätten die mich da schon mit den Fahrzeugen wegholen müssen, wie sonst was. Oh, hier sind richtig viele auf der linken Seite irgendwo. Hä, wie langsam fliegen bitte die Projektile? Habt ihr das gerade gesehen? Fliegen ja voll ins Heidelbe oder war das ein Bug gewesen? Jetzt könnte ich nochmal einen Panzer probieren zu rufen, mal schauen. Jetzt ist. Wir haben, ich glaube, bis 700 geht's, ne? Wir haben eigentlich relativ ausgeglichen die Seiten. Schaut mal. 475, 475. Interessant. Ich habe noch nie gehabt, so eine ausgeglichene Runde vorhin. Also das ist bisher ganz gut. Wir müssen halt mal gucken, dass die uns hier wieder mit C4 hier wegsprengen. Alter, wir haben jetzt hier drei Panzer. Und rechts ist alles frei. Sehr gut. Sieht gut aus. Okay, ein Panzer hat sich schon mal verabschiedet. Links müssten die sein. Sieben Mann links. Sieben Mann auf der linken Seite noch. Okay, wir haben sogar einen Heli, lol. Den hier, ey. Ah, ich hab's abgeschossen, die Liz-Rakete. Das hat sich. Das war kein guter Angriff von der bösen Liz. Problem ist. Okay, die kommen aber nicht, ja. Also, ich glaube, das ist doch der letzte Punkt. Wenn die jetzt hier nicht angreifen, dann haben sie verloren. Was macht denn der Heli da? Und schon wieder diese Typen mit ihren Panzerplatten, ey. Wenn ich das blaue sehe, da krieg ich jedes Mal das Kotzen mit diesen Panzerplatten. Ach, der Heli ist hier oben. Junge, wie viel schießen bitte auf den Einzelnen? Ey, das ist ja unnormal hier.
Ich glaube, die sind ein bisschen in der, ich weiß nicht, Unterzahl würde ich jetzt nicht sagen, aber die haben insgesamt irgendwie weniger Fahrzeuge, so, ne? Ist das Teil gerade richtig abgeprallt oder hast du es falsch gesehen? Hier kommt die Flugabwehr über den Hügel jumpt. Alter, wie sieht das denn aus? Irgendwo ist rechts, hier auf dem Berg. Ah, ich glaube, wir haben gewonnen. Ja, die kommen nicht mehr an den Bereich jetzt hier rein. Wenn die gar keine Panzer haben, ihr seht's, das ist schwierig dann. Die haben dann keine Chance mehr hier ranzukommen. Weil, wie, ich meine, wenn hier 3, 4 Panzer stehen, du kriegst ja die gar nicht alle so schnell down, ja. Hinter uns ist eine Achtung, Leute. Ah, du guck mal, hier hast du auch wirklich kaum noch Fläche. Guck mal, hier ist alles weggebombt auf der linken Seite. Das ist halt der Nachteil, wenn du alles zerstören kannst, irgendwann hast du keine Deckung mehr, wenn die Runde relativ lange geht. Das sage ich ja, also mit den Zerstören, das ist so eine Sache, wenn du natürlich ein bisschen Deckung hast, die nicht zerstörbar ist mit Absicht, damit du noch, wenn die Runde länger geht, noch ein bisschen Deckung hast, das finde ich noch mit am besten. Aber es sollte natürlich insgesamt mehr Zerstörung reinkommen eigentlich, ja. Also im Battlefield 2042 sollten sie eigentlich schon machen.